Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part der Arena mit diesem ultimativen Deck. Also ich bezeichne das doch schon als ultimatives Deck. Allerdings am Anfang etwas schwächlich auf der Brust, aber dann zum Ende hin eigentlich ziemlich unschlagbar. Und ihr habt ja gesehen, wie früh wir Alexstrasza im letzten Duell aufs Feld gebracht haben, den Gegner auf 15 runtergedrückt haben mit Alexstrasza, also 15 Leben. Und dann haben wir ihn fertig gemacht. Mal gucken, wie jetzt das nächste Spiel läuft und was wir für einen Gegner bekommen. Wieder ein Magier. Vinkari. Ich mag das nicht unbedingt, immer gegen Magier zu spielen. Wir haben auf jeden Fall ein Zweier Monster auf der Hand. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Den lassen wir mal weg. Da haben wir eine Einserkarte auf der Hand bekommen. Ist auch ganz gut. Und gucken wir mal, was wir ziehen. Ja, ich würde sagen, wir beenden erstmal den Zug. Jetzt kommt doch bestimmt schon die Münze zum Einsatz. Nicht? Okay, von mir aus. Das ist sehr schön. Dann würde ich doch schon fast sagen... Das ist jetzt die Frage. Warte mal, der wird aufs Feld kommen mit 4-4. Gut. Spielen wir ihn mit 4-4 und beenden unseren Zug. Sehr schön. Ein 4-4er Monster im ersten Zug auf dem Feld. Hat auch nicht jeder. Allerdings ist das jetzt auch schnell weg wahrscheinlich. Und wir müssen gleich mal sehen, dass wir wieder Karten ziehen. Deswegen wird es in der nächsten Runde unseren Akolyt des Schmerzes geben. Ja, da schon mal ein Schaden. Gut, wenn es mehr nicht ist. Dann würde ich sagen, spielen wir den Akolyten. Und greifen einmal direkt an. Sieht doch schon gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt kommt irgendwie ein Frostblitz, denke ich mal. Weil er hat ja wohl nicht umsonst den Drachen auf 3 runtergewemst. Mit seinem Frostblitz könnte er ihn einfrieren bzw. gleichzeitig töten. Ich glaube, der kostet sogar nur 3, der Frostblitz. Oh, er spielt den Mana-Kristall. Ah, okay. Was haben wir denn da? Angriff und Verteidigung. Das sieht doch nach einem Plan aus. Machen wir ihn weg. Und greifen noch mal direkt an. So, damit haben wir dann auch erstmal wieder ein bisschen Ruhe. So, langsam wird Zeit, dass du irgendwas tust. Ich warte ja immer auf Schafe. Ich habe sowieso gestaunt, dass im letzten Part kein Schaf gekommen ist. Auf Alexstrasza. Vielleicht hat der kein Schaf angeboten gekriegt. Das kann nämlich auch passieren in der Arena, dass der Magier einfach kein Schaf angeboten bekommt. So, wir machen mal hier ein bisschen wieder Action. Oh, er friert uns ein. Okay. Ist interessant. Äußerst interessant. Er will noch eine Runde länger durchhalten. Er hat irgendwas hat er vor. Aber gut, solange ich noch Monster auf dem Feld habe, machen wir Ideen erstmal und sammeln weiter Karten auf der Hand. Okay. Okay, auch damit kann er uns nichts anhaben. So, sind die schon mal weg? Hauen wir ihn kaputt. Ziehen uns noch eine Karte. Sehr schön, eine Anregen. Und er hat nur noch 15 Leben. In der nächsten Runde gibt es dann für uns den Tank. Es kommt darauf an, was er als nächstes spielt. Okay, das Schaf. Da habe ich ja auch nur drauf gewartet. Den Patch da weg. Hm. 4, 5, 6, 7. Das wird sogar klappen. Ja, dann machen wir das doch. Spielen wir die 2. Und beenden erstmal unseren Zug wieder.
Jetzt muss er erstmal die Karten wegbekommen. Jetzt könnte er theoretisch sein Feuerbrunst spielen, wo alle gegnerischen Monster angegriffen werden. Okay, das macht er nicht. Er macht ihn weg. Ist jetzt nicht so tragisch. Aber er gibt sich auch noch zwei Spotter dazu. Okay. So, machen wir die zwei weg. Und geben ihm nochmal Schaden. Fertig. Jetzt muss er erstmal an meinem Spotter vorbei, bevor er irgendwas anderes machen kann. Es sei denn, er hat noch ein Schaf in der Tasche. Aber das ist nicht so wild, wir haben noch zwei Spotter auf der Hand. Und wir sind auch schon im Endgame, kann man sagen. So, das nächste wären 9. Da kriegen wir, das reicht noch nicht. Okay. Ah, er gibt sich Zaubermacht. Auf zwei seiner Monster. Sehr schön. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir doch einfach mal die Zaubermacht-Monster weg, wa? Das sieht auf jeden Fall nach einem Plan aus. Moment. Er hat 4, okay. Den kann er wegpingen. Ist natürlich unschön, aber immerhin. Wir machen mal Ansturm. Haben wir das schon mal so weit. Hauen wir ihn weg. Ach, der war ja doof. Der wäre ja mehr wie doof. Okay, ist egal. Machen wir es so. Machen wir so. Und so. Und geben uns einen weiteren Spotter. Hallo? Ich wollte gerade sagen. So. Fertig. Der Spotter wird anscheinend, denke ich mal, geschärft. Zumindest wäre das jetzt die logische, wäre das jetzt das Logischste. Den zu schärfen. Oh, macht er nicht. Oh, er räumt das Feld ab. Okay. Na gut. Na gut. Macht da zwei Schaden. Soll mir recht sein. Das soll mir recht sein. So. Spielen wir ihn. Ach, die können wir gar nicht mehr spielen. Und greifen ihn nochmal an. So, ein Angriff noch. Und dann hoffe ich auf unseren Zauber, der... Obwohl, nee, der macht nur 5 Schaden, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, macht der nur 5 Schaden? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Okay, er pinkt auf jeden Fall das Schild weg. Was kommt jetzt? Okay. Damit ist auch sein Feld wieder leer. Ja, guck mal, da haben wir doch schon wieder das nächste, was ganz ordentlich läuft. So, Sänger, das passt. Machen wir so. Greifen nochmal direkt an und beenden unseren Zug. Jetzt hat er schon 2 von seinen Flammenstößen weg. Gucken, wie viel er davon noch hat. Und wir haben auf jeden Fall noch einen guten Spotter in der Hand. So ein Schaf ist bestimmt auch noch drin bei ihm. Ah, nee. Okay. Kommt noch was? Tatsächlich, es kommt sogar noch ein Blizzard. Okay. Von mir aus. Ja, damit haben wir gewonnen. Einmal da drauf. Und einmal ihn drauf. Wir ziehen sogar noch eine Karte und haben dieses Duell auch bravourös gewonnen.
Ich bin im Moment sowas von begeistert von dem Deck. 2:0 schon gewonnen. Allerdings hatten wir das ja schon mal, dass ich 2:0 gewonnen habe und dann 3 Stück in Folge verloren. Aber bisher läuft's. Also bisher läuft das Deck echt, echt richtig, richtig gut. Ich bin total hin und weg. Oh, ich wollte schon sagen, jetzt hat sich das Spiel aufgehangen. Dann hänge ich mich aber auch auf. Ja, liebe Freunde, schaltet doch morgen einfach wieder ein, wenn wir dann das nächste Duell in der Arena starten. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute. Ich bin der Crazy Bane und bin für heute raus. Ciao.